als Bergfreak, Bergsüchtigen, der ich immer in die Berge muss, sofort, bei jener freien Minute, ist natürlich die Alpensymphonie sozusagen etwas wie ein besonderes Buch. Das ist es auch für Richard Strauss, denn der hat seine eigenen alpinistischen Erfahrungen in diesem Werk sozusagen zusammengefasst und hat selbst den großen Teil seines Lebens vis-à-vis der Zugspitze des höchsten deutschen Berges verbracht und dort auch dieses Stück geschrieben. Er beschreibt einen ganzen Tag im Gebirge, vom Sonnenaufgang bis Untergang, mit allen Erhabenheiten, Schönheiten der Natur, Gefahren, Bergstürzen, Gewitter, allem, was dazugehört. Und es ist sicher eines der maßlosesten Stücke der symphonischen Literatur. Mit 125 Musikern werden alle Farben und Register gezogen. Eines der allerbesten Instrumentationen, die Strauss je gemacht hat. Faszinierend. Schumanns vierte Sinfonie ist Teil eines langjährigen Schumann-Zyklus, den wir mit dem Orchester spielen. Eigentlich eines seiner genialsten Stücke, finde ich. Die mir am liebsten ist von seinen Sinfonien. Eine aus der glücklichsten Zeit seines Lebens. Man spürt, dass der Überschwang der Gefühle in dieser Sinfonie ganz deutlich ist. Diese vier Sätze sind miteinander verbunden, Attacca, und man spürt eigentlich mehr eine große Fantasie als eine wirkliche Sinfonie. Und vor allen Dingen liebe ich besonders die Romanze, der langsame Satz, die Melancholie, die bei Schumann immer dabei ist, ein Cello-Solo und ganz dicht auf engstem Raum eigentlich gefolgt von dieser Innigkeit, so eine gelöste Innigkeit durch das Violinsolo. Also auch gleichzeitig sehr kammermusikalisch, und diese beiden Elemente, Melancholie und Sensibilität, das macht Schumanns Wesen irgendwie aus, und das ist in dieser Sinfonie so eingefangen. Romeo en Julia spelen van Prokofjev. En dat is een ongelooflijk mooi stuk. Waanzinnig romantisch, prachtig liefdesverhaal. Als balletmuziek ooit gecomponeerd door Prokofjev. Maar het wordt ook concertant uitgevoerd. Want het is zo verschrikkelijk mooi om naar te luisteren. En wij hebben daar als trombones ook een mooie rol in. De ridderdans, de Dance of the Knights. Waar wij niet te missen de voetstappen van de ridders doen. Gaat het orkest helemaal los hierboven. Jam, papam, papim, papam, papam. Maar op een gegeven moment gaan ze ook dansen. En een ridder die danst, dat is natuurlijk niet iets super elegants per se. Dus je hoort een soort lompigheid, een soort zwaarheid in een hele mooie melodie. Korngold-Sinfonie ist eines meiner Favorites, ein ganz persönliches Highlight für mich. Korngold war ja Wunderkind. In der Gustav Mahler Hofopernzeit in Wien hat er ihm vorgespielt, wurde dann von Mahler selbst als Genie bezeichnet, emigrierte nach Amerika, wo er diese ganzen Filmmusiken komponierte, für die er weltberühmt wurde, und wollte dann nach dem Krieg zurück nach Wien. Mit seiner Musik, nicht mit Filmmusik, sondern mit seiner Musik, die ihm wichtig war, schrieb dieses fast einstündige Werk und fiel glatt durch. In Wien, es gab eine Katastrophe, ein Desaster, und auf diese Weise ist er auch eigentlich dann gestorben, weil er sich davon nicht erholt hat, von diesem Schock, nicht wieder nach Hause zu kommen mit seiner Kunst. Und das Werk ist aber großartig und eine totale Entdeckung für alle Musiker und sicher auch das Publikum. Fantastisch in seiner Dichte, Virtuosität und Ausdruckstiefe, langsamer Satz. Große, große Musik. Also, ich freue mich besonders auf dieses Projekt.